Obstbauer Grüter stapelt leere Kisten. Keine Äpfel mehr von der letzten Ernte übrig. Der Ertrag war einfach zu mager. Und die Kirschernte dieses Jahr ausgefallen. Also wir haben null Ertrag dieses Jahr. Wenn die Bienen nicht genügend fliegen, ein kaltes Jahr ist, die Blüte nass ist, dann kann die Ernte schlecht ausfallen. Und dann macht man sich schon Sorgen, ob es jetzt befruchtet wird oder nicht. Die Bienen als Bestäuber sind ausgeblieben. Warum? War es einfach zu kalt? Waren die Bienen krank, zu schwach? Biologinnen der Universität Göttingen untersuchen die Bestäubungsarbeit der Bienen im Erdbeerfeld. Viele makellose Früchte. Wahrscheinlich da, wo Bienen oder Hummeln die Blüten ungestört besuchen konnten. Aber manche Beeren sind verschrumpelt, deformiert. Was steckt dahinter? Die Biologinnen haben einen Verdacht. Es fehlen die Bienen. Sie starten ein Experiment. Verpacken Blüten in lichtdurchlässige Plastikfolie, um die Bienen bewusst fernzuhalten. Lediglich die Selbstbestäubung bei der Entfaltung der üppigen Blüten konnte so noch wirksam werden. Und tatsächlich, alle nicht richtig bestäubten Erdbeeren sind klein und verschrumpelt. Der Beweis: Ohne Bienen wird es knapp mit Obst und Früchten. Und wieso bleiben die Bienen immer häufiger aus? Ein rätselhaftes Bienensterben hat eingesetzt. Imker verzweifeln über ihre Verluste. Vor 2 Jahren war es besonders schlimm. Also wir haben in dem Jahr auch 50% Verluste gehabt. Und es gab viele Kollegen, die hatten kein einziges Volk mehr am Stand, was gelebt hat. Und wir haben fachlich alles gut gemacht. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem sind die Verluste da. Keiner blieb verschont. Auch nicht besonders erfahrene Imker. Keiner konnte den Bienen das Leid ersparen. Im Herbst sieht man dann Bienen, die auf dem Boden krauchen. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, es fehlt ihnen ein Bein, es fehlt ihnen ein Flügel oder ein halber Flügel. Und damit kann die Biene nicht mehr fliegen. Das Problem ist, dass wir in unberechenbarer Weise manchmal Völkerverluste haben. Und dann schicke ich die Bienen ein zur Probe, zu einem Institut auf die Untersuchung der Krankheiten, die eine Rolle gespielt haben. Und dann kriege ich als Antwort multifaktorielle Ursachen. Was ist nur los mit den Bienen? Woran leiden sie? Wer ist schuld an ihrer sinnlosen Qual? Was geschieht unter unser aller Augen, ohne dass wir es bemerken? Universität Halle. Hier erforscht Dr. Peter Neumann die Probleme der Insekten. Er weiß, ohne sie wäre ein Überleben auf der Erde unmöglich. Ohne Insekten, ohne Bienen, ohne Bestäuber stünde die Umwelt vor dem Zusammenbruch, gäbe es keine Natur mehr. Die Bienen sind nicht einfach nützliche Insekten, sie sind ein zentrales Glied in der Kette, die unser Dasein zusammenhält. Ich finde Bienen ästhetisch. Für mich sind Bienen kleine Kunstwerke. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein ungeordnetes Chaos, ist in Wirklichkeit ein Wunderwerk sozialer Ordnung. Also das, was mich wirklich an Bienen fasziniert, wie das soziale System funktioniert. Also wie die Bienen es schaffen, einen Sozialstaat zu organisieren, der sehr robust ist und unheimlich viele interessante biologische Facetten zeigt. Angefangen vom Verteidigungsverhalten oder wie Nahrung gesammelt wird oder wie die Bienen die Versorgung der Jungen im Bau realisieren. Also wie die Bienen es schaffen, diesen Sozialstaat zu organisieren. Es gibt eine Königin, zigtausende von Arbeiterinnen, Ammen, Baumeister, Wachsproduzenten, Wächter, Aufklärer, Transportflieger. Eine ausgeklügelte Arbeitsteilung. Erst der Bienenstock als Ganzes, der Bienen, hat eine Chance zu überleben. Aber was ist so grundlegend gestört, dass immer mehr Bienen massenhaft zugrunde gehen? Die Forschung muss das Rätsel lösen, und zwar so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Vermutung Nummer 1:
Die Veränderung der Landschaft setzt den Tieren zu. Es ist ein großer Unterschied, ob die Landschaft abwechslungsreich ist oder monoton. Arno Kuhn von der Universität Göttingen hat an ganz unterschiedlichen Stellen jeweils eine Königin mit einem genau abgemessenen Volk ausgesetzt und will beobachten, wie unterschiedlich die Populationen sich entwickeln. Der Biologe nebelt die Bienen mit seiner Imkerpfeife ein, bevor er die Versuchsstöcke öffnet. Das rauchende Kraut löst bei den Bienen Feueralarm aus. Sie ziehen sich zu den Honigvorräten zurück und werden überraschenderweise ganz ruhig. In einer Umgebung mit Hecken, blühenden Wiesen und abwechslungsreicher Vegetation ist erwartungsgemäß dieses Volk erstaunlich gewachsen und hat sich prächtig entwickelt. Wenige Kilometer weiter, zwischen lauter gleichen Feldern, auf denen Blumen als störendes Unkraut beseitigt wurden, sieht die Sache schon ganz anders aus. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesehen haben, was sehr strukturreich war, ist das hier deutlich strukturärmer. Man sieht ja hier die Felder, wenig Randstrukturen, wenig Hecken. Und die Völker hier sind, ob das damit zusammenhängt oder nicht, weiß ich halt noch nicht genau, aber die sind auf jeden Fall deutlich kleiner als die eben, die Völker. Und das, obwohl sie zu gleichen Bedingungen gestartet sind? Ja, ne? Ja, absolut identisch gleiche Bedingungen, die gleiche Ursprungsgröße an Kästen, an Bienenmaterial, Individuenzahl, alles gleich. Die erste Vermutung war also nicht ganz falsch. Tatsächlich haben die Lebensbedingungen, die Nahrungsressourcen, die Monostrukturen in der Landwirtschaft entscheidenden Einfluss auf die Bienenvölker. Aber welche Auswirkungen das auf die Gesundheit der Bienen hat, muss Arno Kuhn erst noch herausfinden. Ob beispielsweise Schädlinge sich stärker vermehren, wenn die Völker schwach sind. Auch Dr. Peter Neumann weiß, dass die Verfassung der Bienen großen Einfluss darauf hat, wie sie mit Belastungen, mit Krankheiten fertig werden. Auch Bienen leiden unter Stress. Aber was strapaziert sie so? Was schwächt sie so, dass ganze Völker eingehen? Bienen reagieren besonders schnell auf Umwelteinflüsse. Das ist auch Dr. Neumann klar. Kann hier die Suche nach den Ursachen weitergehen? Flughafen Köln-Bonn. Immer wieder beschweren sich Anwohner über Fluglärm und Schadstoffbelastungen. Sie fürchten Schwermetalle und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Trotzdem, es gibt zahlreiche Bienen hier in der Warner Heide und sogar einen eigenen Flughafenimker. Martin Partsch, Herr über 300.000 Bienen. Wir haben ja nun doch einiges an Verkehr hier und Sie sehen ja, wir sind in unmittelbarer Umgebung der Start- und Landebahnen. Die Bienen haben einen großen Radius, die können ohne weiteres 3, 4, 5 Kilometer fliegen, um was zu finden. Also das komplette Flughafenareal lässt sich im Prinzip von hier aus abdecken. Und wir haben jetzt 5 Bienenvölker im Einsatz und jetzt im Sommer kann so ein Bienenvolk ohne weiteres 50.000, 60.000 Bienen haben. Wenn man sich das mit einer hohen Anzahl von Flügen und das pro Tag multipliziert, ist der Probenumfang immens. Die gehen auf natürlich sehr viele Pflanzen, die gehen auch an Pfützen, nehmen Wasser auf. Die brauchen ja besonders, um ihre Brut aufzuziehen, auch jede Menge Wasser. Und überall da könnten ja potenziell Schadstoffe vorhanden sein. Wenn man jetzt mit konventionellen Verfahren wie Sammlung von Bodenproben oder Pflanzenteilen das Ganze abdecken wollte, wäre der Aufwand also exorbitant. Die Bienen sind wesentlich gründlicher, als es die Umweltkontrolleure mit konventionellen Methoden jemals sein könnten. Die Insekten bringen als Umweltdetektive Millionen von Proben ein und unterstützen so die Arbeit des Sicherheitspersonals. Biomonitoring heißt der unermüdliche Einsatz, bei dem die Bienen gezwungenermaßen zu Versuchskaninchen werden.
erste Kennzeichen ist natürlich erstmal, dass so ein Bienenvolk überlebt und eine vernünftige Volksstärke aufbaut. Und wir haben also bis jetzt hier keine erhöhte Sterblichkeit oder Auffälligkeiten sehen können. Das Wesentliche, alles, was die Bienen gesammelt haben, jedes Körnchen Blütenstaub, jedes Tröpfchen Nektar, ob belastet oder nicht, findet sich im Honig wieder. Nichts geht verloren. Und der Honig lässt sich analysieren. Martin Patsch schickt Proben an ein Fachlabor. Das Resultat ist verblüffend. Keine Schwermetalle, keine Rückstände von Flugbenzin. Sehr erfreulich, dass also gerade bei den Kohlenwasserstoffen gar nichts gefunden wurde, nichts nachweisbar war. Und von daher war das schon ein sehr erfreuliches Ergebnis für uns. Wir haben ja eine gute Ernte eingebracht und da ist also auch sehr viel dann verschenkt worden an Leute hier, die sich beim Flughafen verdient gemacht haben. Ja. Erstaunliches Ergebnis. Hier am Flughafen Köln-Bonn gibt es offensichtlich keine Schadstoffe, die Bienen aufnehmen. Also Fehlanzeige. Und trotzdem zeigt das Beispiel, wie eng verzahnt Bienen mit der Umwelt sind. Nächste Vermutung, die Landwirtschaft ist schuld. Insektizide und Pestizide bringen Bienen um. 2004 führte das plötzliche Bienensterben in Frankreich sogar zu einem Eklat im Parlament. Aufgebrachte Bienenzüchter und Naturschützer verlangten staatliche Sanktionen. Sie berichteten von Katastrophentagen, an denen es tote Bienen vom Himmel geregnet hatte und von Tausenden verwüsteter Bienenstöcke. Der Schuldige stand schnell fest: Chemie aus deutscher Herstellung. Extrem starke Pestizide, die erst seit kurzem in der Landwirtschaft Verwendung fanden. Doch in Deutschland ist der Einsatz dieser giftigen Pflanzenschutzmittel verboten. Und trotzdem starben auch hier im gleichen Maße Tausende von Bienenvölkern. So gesehen ist auch diese Vermutung nicht haltbar. Es kann also nicht alleine an Pestiziden liegen. Aber wo liegen die Gründe? Für Peter Neumann erhärtet sich ein Verdacht. Hauptproblem der Bienen sind importierte Schädlinge, gegen die die heimischen Bienen wehrlos sind. Varroa-Milben. Sie saugen sich an ausgewachsenen Bienen fest und leben von deren Blut. Die Bienen schaffen es nicht, die Milben abzustreifen, haben keine Chance, ihre lästigen Schmarotzer alleine loszuwerden. Noch viel schlimmer, die Varroa-Milben befallen den Nachwuchs in den Waben, setzen sich auf die schlüpfenden Larven. Falls diese den Schädling überhaupt überstehen, kommen sie meist verkrüppelt zur Welt und haben kaum Chancen zu überleben. Aber seit wann gibt es die Schädlinge? Woher kommen sie? Deutsche Bienen sind schon lange ein Exportschlager und wurden nach China verkauft. Sie galten als besonders friedfertig und produktiv. In Asien bewährten sie sich, wurden jedoch schnell von einer fremden Milbe befallen. Chinesische Bienen waren mit dem Parasiten fertig geworden, nicht so der auf Höchstleistung getrimmte deutsche Import. Mit natürlichen Wanderbewegungen drohten die kranken Bienen, über den Kaukasus zurück ins heimische Europa zu kommen. Mit ihnen die Bienenseuche Varroa-Milbe. Schnellstens kümmerten sich auch deutsche Forschungsinstitute um potenzielle Bekämpfungsmethoden. Leider entwichen ihnen dabei aus den Sicherheitslabors verseuchte Bienen und der Schädling breitete sich aus. Rasend schnell. So schnell, dass hierzulande bald alle Imker davon betroffen waren. Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim. Staatliche Bieneninstitute beobachten, wie die Varroa-Seuche um sich greift. Wir haben einfach Jahre, wo sehr viele Milben da sind. Zusätzlich kommt die Dynamik auch noch ein bisschen durch die Verbreitung der Milben. Wenn also zum Beispiel Völker zusammenbrechen, verbreiten sich die Milben schneller in andere Völker, in benachbarte Völker. Und wir kriegen ab und zu in manchen Jahren so einen Dominoeffekt. Einige Völker brechen zusammen und dann geht es eben in der Region so weiter. Aber um ganz ehrlich zu sein,
In letzter Konsequenz verstehen wir nicht, warum in bestimmten Jahren jetzt so furchtbar viele Milben da sind und in anderen Jahren haben wir dann mit den Milben fast keine Probleme. Eine mögliche Erklärung, und das macht die Sache noch viel schlimmer, gefährliche Viren. Viren, die man schon glaubte, besiegt zu haben, bekommen mit Varroa plötzlich eine neue, dramatische Bedeutung. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass diese Bienenviren existieren, haben bisher so insgesamt eigentlich wenig Probleme bereitet. Aber es scheint so, wenn die Milbe dazukommt, die Biene ansticht und andere Bienen ansticht, dass nicht nur die Viren verbreitet werden innerhalb des Volkes zwischen den Völkern, sondern dass auch Viren aktiviert werden. Das heißt eigentlich so, die Pathogenese erst losgeht, wenn die Milbe dazukommt. Die Probleme sind vielschichtig. Die Ursachen vielleicht wirklich multifaktoriell. Es gibt 90.000 Imker alleine in Deutschland. Und jeder erlebt das Leiden seiner Bienen anders und begegnet ihm auf seine Weise. Die meisten züchten Bienen und ernten Honig in ihrer Freizeit. Sie sind reine Hobbyimker und kümmern sich fürsorglich um ihre wenigen Bienenvölker aus Liebe zur Natur. Die Varroa-Seuche ist für viele ein Schock. Etliche geben auf, andere tüfteln an Bekämpfungsmethoden. Die meisten Imker bevorzugen auch in der Natur vorkommende Säuren wie Oxalsäure oder Ameisensäure, die im Bienenstock verdunsten und die Milben vertreiben sollen. Gefährlichere Medikamente kommen für den verantwortungsbewussten Imker nicht in Frage. Wenn man den Honig selbst isst, den man erntet, dann wird man keine Gifte verwenden, also keine Peritoide, die also reine Nervengifte sind. Das lassen wir lieber die Finger davon. Honig gilt als besonders reines Produkt. Naturbelassen, möglichst kalt geschleudert und unbehandelt. Im Idealfall vollkommen frei von Fremdstoffen. Das setzt absolut enge Grenzen für die mögliche Behandlung von Bienenkrankheiten. Jedem Imker widerstrebt es im Grunde, irgendetwas an Chemie im Bienenvolk zu machen, weil wir dann doch geringe Rückstände in Bienenwachs oder gar Honig bekommen. Und der Verbraucher akzeptiert einfach, vor allem in Deutschland, auch nicht die kleinsten Mengen an Rückstände. Das heißt, schon aus Qualitätsgründen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein mit Medikamenten. Das Problem ist, dass wir im Moment gegen die meisten Medikamente Resistenzen bei den Milben haben. Das heißt, deswegen sind die zum Teil auch fast aus dem Einsatz verschwunden. Und langfristig wird es wahrscheinlich keine Lösung sein. Deswegen halten sich die Forscher in den Bieneninstituten eher zurück im Kampf gegen die Milben und opfern sogar Teile des Bienenvolkes mit strategischem Kalkül. In allen Völkern haben wir sogenannte Baurahmen drin. Das sind Waben, in denen die Bienen Drohnen bauen. Hier ist jetzt aufgrund der Tracht ein Teil Honig drin. Aber man sieht hier unten einige Drohnenzellen. Und in diesen Drohnenzellen ist der Varroa-Befall deutlich stärker als in Arbeiterinnenbrut. Und wenn man diese Drohnenzellen herausnimmt, vernichtet, hat man eben auch einen Teil der Varroa-Population vernichtet. Und vor allem, diese Varroa-Milben können sich bis zum Herbst nicht mehr vermehren. Wenn man jetzt im Frühjahr, im Frühsommer, einen Teil dieser Population vernichtet. Die Drohnen, männliche Bienen, werden nur zur Begattung der Königin gebraucht. Dafür reichen einige wenige. Also opfern die Imker einen Teil der Drohnen, um für den Rest des Volkes die Überlebenschancen zu steigern. Zusammen mit dem Wachs werden die Drohnenlarven in den verseuchten Waben eingeschmolzen. Dabei sterben die Milben ab und nur das gereinigte Wachs bleibt übrig. Das Problem Varroa lässt sich so allerdings nur begrenzen, keineswegs lösen. Bienen sterben zu Hunderttausenden. Weltweit sind sie bedroht. Ohne ihre unverzichtbare Leistung als Bestäuber droht der Zusammenbruch der Natur. Die Forschung muss dringend handeln, bevor es zu spät ist. Inzwischen wächst außerdem die Angst vor einem ganz anderen, wahrscheinlich noch verheerenderen Schädling als der Varroa-Milbe, dem kleinen Beutenkäfer. Zwar ist der aus Südafrika stammende Parasit noch nicht nach Nordeuropa vorgedrungen,
Aber Peter Neumann ahnt, das ist nur eine Frage der Zeit. Bisher war uns nicht bekannt, dass die Beutenkäfer auch die Bienen angreifen können. Und das ist in dem Fall eine Biene, die durch die Käfer getötet wurde. Und zwar kann man hier erkennen, im Hinterleib der Biene, dass das so geöffnet ist. Und zwar haben halt Käfer diese Biene angefallen und den Hinterleib mit ihren Mandibeln geöffnet. Das ist hier jetzt ein Bild, wo man sieht, also das ist hier nochmal so eine geöffnete Biene mit dem offenen Hinterleib. Und hier kann man sehen, wie der Käfer in den Hinterleib der Biene hineinkriecht und dort halt das Gewebe der Biene frisst. Dringender Handlungsbedarf. Denn wenn neben den anderen Problemen jetzt auch noch der Beutenkäfer importiert würde, kann es schnell zu spät sein. Doch auch noch diesen Schädling zu Forschungszwecken nach Europa zu holen, wäre viel zu gefährlich. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn auch er aus den Sicherheitslabors entweicht. Also fliegt Peter Neumann nach Nordamerika, wo der Schädling bereits angekommen ist und furchtbare Schäden anrichtet. Auch in Amerika gibt es fast ausschließlich europäische Bienen. Mit der industriellen Massenproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind die Farmer auf die Bestäuber aus Übersee angewiesen. Der ständige Import von Bienenvölkern ist selbstverständlich für die riesigen Imkereien. Dr. Peter Neumann will in den USA herausfinden, was man in Europa machen kann, um sich die schlechten Erfahrungen amerikanischer Imker mit dem Beutenkäfer zu ersparen. Mit dem Fahrrad ist er unterwegs zwischen den verstreut liegenden Labors des staatlichen Agriculture Research Center Beltsville in der Nähe von Washington. Hier hofft er, zu den rettenden Erkenntnissen zu gelangen. Ich bin nach Amerika gekommen, da der kleine Beutenkäfer bei uns noch nicht vorkommt und es viel zu gefährlich wäre, deswegen Experimente in Deutschland durchzuführen. Und beim kleinen Beutenkäfer ist speziell das Problem, dass unser momentanes Wissen über diesen Käfer sehr, sehr klein ist. Das heißt also, die eventuellen Folgen sind zum momentanen Zeitpunkt auch nur sehr schwer abzuschätzen. Und mich interessiert, warum er diese Schäden hervorruft. Was sind die Mechanismen, die dafür sorgen, dass der kleine Beutenkäfer in seinen neuen Verbreitungsgebieten ein Problem sein kann? Amerikanische Wissenschaftler verzweifeln schon seit längerem an der Erforschung dieses Schädlings. Jetzt hoffen sie auf frischen Wind und die Spezialkenntnisse ihres deutschen Kollegen. 1996 ist der Käfer das erste Mal hier entdeckt worden und 2 Jahre später gab es dann massive Verluste, zum Beispiel in Florida, wo also mehrere Millionen Dollar Schäden an Bienenvölkern hervorgerufen worden sind. Und also wenn der Käfer nicht bekämpft wird, kann er sich unter günstigen klimatischen Bedingungen massiv vermehren und dazu führen, dass auch starke europäische Bienenvölker zusammenbrechen. Harvey's Honey im Bundesstaat New Jersey. Ein Großbetrieb verglichen mit europäischen Verhältnissen. Auf dem Fließband wird der Wachsmantel von den Waben gekratzt. Die Bienen haben sich vorher in Sicherheit gebracht. Anschließend werden die Rahmen in der Schleuder zentrifugiert. Die Arbeiter schaffen eine halbe Tonne Honig pro Stunde. Aber sie müssen gut aufpassen, dass keine Wabe dabei ist, die der Beutenkäfer befallen hat. Sonst ist die ganze Tracht verdorben. They would lay eggs. Die Käfer legen Eier, Larven schlüpfen und das verdirbt den Honig. Der riecht dann nach Kohl. 250 Tonnen Honig produziert Bob Harvey pro Saison. Viel davon geht in den Export. Aber oft genug muss er den Honig schneller einbringen, als ihm lieb ist, damit sich der Beutenkäfer erst gar nicht auf den Waben breit machen kann. Eine arbeitsintensive Form der Schädlingsbekämpfung. Normalerweise schleudert ein Imker seine Waben höchstens alle paar Wochen. Wir holen alle 8 Tage den Honig aus den Stöcken, 4 bis 5 Tonnen am Tag. So dass alle Kisten, die reinkommen, sofort geschleudert werden. Und so kriegen die diese Behandlung alle 8 Tage. Peter Neumann inspiziert zusammen mit einer Mitarbeiterin in den USA Bienenstöcke am Waldrand. Sicherheitshalber arbeiten auch sie mit dem Smoker, um die Bienen mit dem Rauch zu beruhigen. Nicht überall ist der Befall mit Beutenkäfern gleich. Manchmal bleiben Völker verschont, manchmal kommt aber auch jede Hilfe zu spät. Und manchmal ist der Beutenkäfer gerade erst angekommen und hatte noch keine Gelegenheit, Eier zu legen und sich zu vermehren. Wie viele Käfer haben Sie jetzt gefunden? 3.
Ist das viel? Ein schwacher Befall, aber auf einer Wabe nur. Wenn Sie jetzt nichts machen würden, was passiert dann? Wenn man die jetzt einfach drauf lässt, die Käfer? Dann würden die Käfer wahrscheinlich probieren, Eier zu legen. Nehme ich an. Also, hier gibt es genügend Nahrung, hier gibt es Pollen schön und Honig. Und die Käfer würden sich auch von den Bienen füttern lassen. Bleiben die Käfer erst eine Weile ungestört und haben sich vermehrt, reifen ihre Larven in der Wabe heran und vernichten alle Bienen samt Nachwuchs. Danach verziehen sich die Larven ins umliegende Erdreich, um zu schlüpfen, um von dort als Käfer erneut auf Beutezug zu gehen. Auf der Wabe hinterlassen die Larven ein Bild der Verwüstung. Wenn Käfer sich in Völkern vermehren können, legen ihre Eier und die Larven ernähren sich vom Pollen, von der Honig und bevorzugt von der Brut der Bienen. Der Honig ist nicht mehr zu genießen, weil der fängt an zu fermentieren und stinkt nach fauligem Obst. Und dann bricht das Volk völlig zusammen und was an Bienen übrig bleibt im Volk, flüchtet aus dem Nest. Auch bei Bob Harvey in der Produktion gibt es die Käfer. Aber er versucht, die Schädlinge mit Zugluft zu vertreiben und hofft auf seine starken Ventilatoren. Harvey hat zwar keine Probleme mit dem Einsatz von Chemie, hat aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht viel nützt. Noch ist der Honig auf den Waben okay, sagt er, aber das Geschäft sei deutlich schwieriger geworden. Manchmal stellen wir die Bienen einfach ab in Depots, wenn wir nicht wollen, dass sie Honig machen, weil es oft mehr kostet, den Honig ins Fass zu bekommen, als wir damit verdienen können. Wir können nicht mit China, Argentinien oder Mexiko konkurrieren, die sind einfach zu billig. Mit der Bestäubung lässt sich Geld machen, denn da konkurrieren wir auch nur mit Amerikanern. Während europäische Imker 5 oder vielleicht 50 Bienenstöcke haben, verfügen die Harveys über 5000. Bob Harvey vermietet die Arbeitskraft seiner Bestäuber an Obstfarmer von Florida bis Pennsylvania und karrt dafür seine Bienenstöcke tausende von Kilometern durch die Staaten, setzt sie am Rand der Farmen palettenweise ab und holt sie nach getaner Arbeit wieder, um sie an einen anderen Ort zu verfrachten. Ein Bombengeschäft. Besonders zynisch, es wird umso lukrativer, je weniger Bienen überleben. So wie die Bienen knapp werden, zahlen die Farmer mehr für die Bestäubung. Sobald nicht genug Bienen unterwegs sind, zahlen sie praktisch alles, nur um an Bienen zu kommen. Die mobile Imkerei, industrielles Bestäuben, hat die Bienen zu einem Wirtschaftsfaktor gemacht, nicht nur in den USA. Je üppiger das Geschäft blüht, umso größer wird das Risiko, sich mit dem Beutenkäfer zu infizieren. Denn mit dem Transport der Bienen werden auch Schädlinge über tausende von Kilometern verfrachtet. Die Käfer kommen von anderen Imkern. Wenn wir nach Florida kommen, haben wir nicht viele. Und wenn wir dann auf einen Hof kommen, hunderte in jedem Stock. Kaum setzt man seine Stöcke irgendwo ab, kommen die Käfer aus der Nachbarschaft in deine Bienenvölker. Das waren die ersten Beutenkäfer, die in den USA gefunden wurden. Mit genetischen Nachweismethoden versucht nun Peter Neumann, unterstützt von amerikanischen Kollegen, herauszufinden, woher dieser Schädling genau kommt. Das Einzige, was man bislang weiß, seine Heimat ist Südafrika. Wenn die Forscher aber genauer herausbekommen, ob er aus Wüstenregionen oder eher feuchten Gegenden stammt, können Sie besser vorhersagen, wohin er sich ausbreitet und wie man ihn bekämpft. Außerdem ist immer noch die Frage offen, wie genau er ins Land kommen konnte. Ich habe so meinen Verdacht. Die Käfer sind mit einem Schiff hierher gekommen. Alles hat neben Häfen begonnen. Beide Plätze, wo wir sie zuerst gefunden hatten, waren in der Nähe von Häfen. In dem Maße, in dem Bienenkrankheiten um sich greifen, wächst auch der Verbrauch an Bienenpopulationen.
besonders in Amerika. Über Kontinente hinweg handeln Bienenzüchter mit einzelnen Königinnen, die mit wenigen Begleitbienen in solch kleinen Käfigen auf Weltreise geschickt werden. Aber Imker kaufen zu Beginn der Saison oft auch ganze Völker, weil die eigenen den Winter erst gar nicht überleben. Tausende von Bienen, sogenannte Paketbienen. Der grenzenlose Handel ist umstritten. Importierte Bienen sind nicht an die örtlichen Verhältnisse angepasst. Außerdem können mit den Bienen auch deren Krankheiten eingeführt werden. Krankheiten, gegen die heimische Bienen nicht gewappnet sind. Und das wäre fatal. Auf den Flughäfen werden zwar alle offiziellen Tiertransporte mittlerweile genau überprüft, nicht zuletzt aus Angst vor dem kleinen Beutenkäfer. Jeder Bienentransport braucht beglaubigte Begleitpapiere. Aber wie zuverlässig die sind und ob sich alle Imker an gesetzliche Regeln halten, ist fraglich. Verantwortungsbewusste Imker fordern Importverbote. Bienen sind da, wo sie zu Hause sind, am besten gegen Schädlinge gewappnet, weil sie gelernt haben, mit ihnen zu koexistieren. Beltsville, USA. Im Keller des Bienenlabors befinden sich Brutschränke, in denen gezielt Beutenkäfer herangezüchtet werden. Zusammen mit Jeffrey Pettis tüftelt Neumann an besonderen Bekämpfungsmethoden. Die beiden wollen nicht gegen den Käfer selbst angehen, sondern seine Fortpflanzung unterbinden, die Larven attackieren auf ihrem Weg zur Brutstätte. Dafür untersuchen sie, in welchen Bodenproben Käfer schlüpfen konnten und in welchen nicht. Wir wollen den kleinen Beutenkäfer ohne Chemieeinsatz kontrollieren. Deswegen behandeln wir die Erde, in der die Larve wandert. In sandigem Erdreich überleben 95% der verpuppten Käfer. Sehr viele. Wenn wir irgendetwas tun könnten, diese Rate zu verringern, wäre schon viel gewonnen. Manche Proben enthalten einen hohen Lehmanteil, andere Algen oder Nematoden, winzige Würmer, biologische Feinde der Larven. Neben solchen umweltverträglichen Bekämpfungsmethoden ist auch Verhaltensforschung vielleicht ein Schlüssel, um mit dem Schädling fertig zu werden. Die Forscher versuchen, etwas über das Verhalten der Bienen herauszubekommen, die an den Käfer gewöhnt sind. In Afrika hat Peter Neumann beobachtet, wie sich heimische Bienen sehr wohl gegen den Beutenkäfer wehren konnten. Wenn man das Verhalten der afrikanischen Bienen gegenüber dem kleinen Beutenkäfer zum Beispiel anschaut, kann man die Mechanismen verstehen, die es diesen Bienen ermöglichen, mit dem kleinen Beutenkäfer zu koexistieren. Nämlich, was sind das für Punkte? Das sind, ich finde es ausgesprochen interessante Verhaltensweisen. Also zum Beispiel, die Bienen greifen die Käfer stärker an, als das europäische Bienen tun. Das ist jetzt hier eine afrikanische Honigbiene mit zwei ihrer Parasiten. Hier kann man die Varroa-Milbe sehen und hier den kleinen Beutenkäfer. Die schaffen das mit beiden sehr gut fertig zu werden. Sie haben verschiedene Taktiken. Also zum einen werden die Eier und Larven des Käfers sehr effizient aus dem Volk entfernt. Darüber hinaus sperren sie den Käfer auch in Gefängnisse. Das ist hier dieses Material von den Bäumen, was die Bienen sammeln. Und hier haben sie den Käfer eingesperrt. Hier ist noch eine kleine Öffnung. Und hier erkennt man also zwei afrikanische Honigbienen, die den Käfer daran hindern, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Es gibt die Hoffnung, dass vielleicht auch heimische Bienen ihre angeborenen Stärken entwickeln können. Denn auch bei europäischen Bienen gibt es Wächterbienen, die das Einflugloch verteidigen, und andere, die darauf spezialisiert sind, den Bienenstock zu putzen und so vielleicht im Laufe der Zeit lernen, mit dem Beutenkäfer fertig zu werden. Doch längst werden auch Stimmen laut, die ungeduldig fordern, aggressivere Bienenrassen aus Afrika einzuführen. Peter Neumann warnt vor solchen Importen. Zumal die Probleme mit den Schädlingen sich nicht auf die Honigbienen beschränken. Auch Wildbienen sind in Gefahr.
Wildbienen, dazu gehören Hummeln, leisten einen großen Teil der Bestäubungsarbeit. Unverzichtbar bei wilden Pflanzen. Aber auch bei Erdbeeren und sogenannten Kulturpflanzen. Das Problem? Wildbienen haben keine gepflegten, künstlichen Bienenstöcke. Keine Imker, die sich um sie kümmern. Und auch Wildbienen sind bedroht. Kaum jemand hat den Überblick, wie sich deren Bestand entwickelt. Weil kaum jemand die vielen Arten wirklich unterscheiden kann. Und es wird Zeit für eine Bilanz. Deshalb wollen Forscher herausfinden, welche Spezies fehlen, welche Arten ausgestorben sind. Sie brauchen ein Resultat, um zu handeln, egal wie düster das Fazit ausfällt. Noch gibt es 730 verschiedene Arten. Noch. Jede hat andere Verhaltensweisen, andere Lieblingspflanzen, andere Aufgaben, aber oft die gleichen Feinde. Beltsville, USA. Doro Hoffmann, die Mitarbeiterin von Neumann, hat einen Verdacht. Sie hofft, dass sich Hummeln, ähnlich wie afrikanische Bienen, selbst gegen Beutenkäfer wehren können. Auch Hummeln können ganz schön ungemütlich werden und stechen, besonders wenn man sie an ihren Nistplätzen stört und ein Schälchen mit Larven des kleinen Beutenkäfers hineinstellt. Schon nach einer Stunde zeigen sich erste Erfolge. Hier ist der Stockeingang. Muss also immer rein und raus fliegen. Und hier liegen doch so einige Larven rum, die offenbar tot sind, also auch von den Hummeln gestochen wurden. Und ja, rausgeschmissen. Peter Neumann und Doro Hoffmann lassen nicht locker und beobachten, wie nach einiger Zeit die Hummeln offensichtlich den ersten Schreck überwunden haben. Das ist der Beweis. Es gibt eine Chance für Wildbienen. Sie rücken konsequent den Larven zu Leibe. Oh, jetzt kann man hier schön sehen, wie eine Hummel eine Larve ergreift. Jetzt hier sieht man, wie die Hummel untersucht eine Larve und sie beißt die Larve jetzt. Es scheint so zu sein, dass, obwohl der Käfer nicht natürlicherweise in Nordamerika vorkommt, dass die Hummeln in der Lage sind, also zumindest die Eier und die Larven des Käfers zu erkennen und aus den Völkern zu entfernen. Wieso können Wildbienen etwas, was gezüchteten Honigbienen nicht gelingt? Wildbienen sind wild, haben sich natürlich entwickelt. Die Stärkeren haben überlebt. Die mit den Problemen eher fertig wurden. Auch in Deutschland arbeiten Forscher daran, das angeborene Abwehrverhalten von Bienen gegenüber Schädlingen zu fördern. Durch Selektion, durch gezielte Züchtung. Sie vertrauen auf die natürlichen Abwehrkräfte der Bienen und hoffen, dass die Stärkeren überleben. Ein gewagtes Experiment. Wir haben einige Selektionsexperimente gemacht, wo wir einfach sagen, wir lassen die Völker ein paar Jahre stehen und schauen, was überlebt. Unser Experiment haben wir Bond-Experiment genannt, leben und sterben lassen. Und wir haben tatsächlich auf der Insel Gotland in Kooperation mit schwedischen Kollegen inzwischen nach 6 Jahren immer noch einige Völker, die überlebt haben. Das ist das letzte Volk des Experiments, das in Deutschland überlebt hatte. Aber um den Kasten herum ist es erschreckend ruhig. Es scheint sich zu bestätigen, was man schon am Flugloch sieht. Also es gibt keine Aktivität, obwohl das Wetter gut ist. Man sieht hier auch keine Bienen. Tote Bienen und verkrüppelte Brut. Das Volk ist also offensichtlich leer. Die sind dann also jetzt nach einem guten Jahr doch letztendlich an der Varroa eingegangen. Was eben zeigt, es ist zwar ein bisschen etwas passiert während dieser Selektionsphase. Die Völker, man hat es auch bei der Untersuchung gemerkt, sind etwas robuster, widerstandsfähiger, auch etwas aggressiver. Aber sie sind noch lange nicht so weit, dass sie ohne Varroa-Bekämpfung längerfristig überleben können. Überall sterben nach wie vor Bienen zu Hunderttausenden. Wir Menschen dürfen dabei nicht tatenlos zusehen. Je mehr Forscher die Zusammenhänge erkennen und danach handeln, umso größer wird unsere Chance. Einstein soll einmal gesagt haben, wenn die Bienen von der Erde verschwinden,
Dann folgt ihnen wenige Jahre später der Mensch. Die Chancen der Bienen und somit der gesamten Natur steigen, wenn wir den Lebensraum von Hummeln und Bienen erhalten. Intensive Landwirtschaft ist aber oft ein Problem. Die Bienenschutzvereinigung Mellifera e.V. in Tübingen setzt sich deswegen ein für blühende Landschaften. Denn was manche als Unkraut bekämpfen, ist für die Bienen oft wichtiger als riesige Rapsfelder. Vielfalt ist die Grundlage dafür, dass Stabilität entsteht. Der Reichtum, der eigentlich da ist, der da sein kann, der schafft auch die Grundlage dafür, dass sich Schädlinge nicht in der Masse einseitig dann ausbreiten können. Der schwäbische Nachbar sagt vielleicht, das ist nicht aufgeräumt. Aber das ist ein Reichtum für die ganzen Insekten, die hier zu Hause finden, später sogar, wenn es abgeblüht ist, in den Stängeln Nistmöglichkeiten finden. Sowas brauchen wir. Eine besondere Stärke europäischer Bienenhaltung und vielleicht die größte Chance, Schlimmstes abzuwenden. Die wenigsten Imker wollen etwas wissen von industrieller Bestäubung und Honigmassenproduktion oder Import neuer, besonders effektiver Bienenrassen. Sie verstehen sich als Naturschützer und sind stolz auf ihre Arbeit und ihre Bienen. Ihr behutsames Vorgehen ist unverzichtbar für das Überleben der Bienen.